Okay, sind wir jetzt online? Hey Leute, Marcel Let's Play hier. Was geht ab, meine Freunde? Und willkommen zurück zu Storm Chasers. Endlich ist es soweit, mein 100. Let's Play. Also jetzt von allen Spielen, die ich jetzt gemacht habe, wird das jetzt das 100. Video sein, was ich jetzt gemacht habe. Und wir werden jetzt mal schauen, was jetzt so abgeht hier beim Spiel. Hey, wie schon gesagt, endlich mal noch mein 100. Video, was ich jetzt hochlade. Und wenn ihr noch mehr haben wollt, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, und da will ich sagen, let's go! Auf jeden Fall machen wir wieder Storm Chasers. Eigentlich wollte ich das gestern schon gemacht haben, nur gestern kam mir dann leider noch was dazwischen, dass ich dann es leider doch nicht mehr geschafft habe, aber dafür jetzt. Und ich hoffe, dass es noch weitere Let's Plays auch gibt. Ich werde mich auf jeden Fall bemühen. Oh mein Gott, hier wird langsam riesig hier. Die ersten Zellen bauen sich schon auf. Das macht doch echt Hoffnung. Na gut, ich bin jetzt hier zwar alleine unterwegs, aber vielleicht kommen noch ein und unter anderem noch dazu. Aber auf jeden Fall freue ich mich schon darauf, wenn ich das Video nachher schön bei YouTube hochlade. Und dann wollen wir mal schauen. Was ich auch so als an die Likes kriege, oder ob ich dann auch endlich noch mehr Abonnenten kriege und halt auch Aufrufe. Ich kann euch nur empfehlen. Empfehlt mich mal eure Freunden mal weiter, die auch YouTube gucken. Vielleicht feiern die das genauso, so wie ihr. Also das würde mich schon richtig freuen. Na gut, im Moment ist kein Arsch weit und breit dabei. Also ich bin im Moment alleine. Aber das kann sich ja noch alles ändern. Und wenn nicht, auch egal, dann jage ich halt die Tornados alleine. Vielleicht werden die anderen auch nur zu Nervensägen und so. Oh, das ist der Gewitterzelle in Nähe von Korvorn. Die beobachten wir mal. Let's go. Und wie schon gedacht, wenn ihr noch weitere Let's Plays haben wollt, dann lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert hier die Glocke, damit ihr dann halt benachrichtigt werdet, falls wenn dann noch mehr Uploads kommen. Also ich würde mich riesig freuen. Und jetzt fahren wir mal in diese eine Gewitterzelle rein. Na?
Oh, sogar mitten da in der Zelle. Let's go. Ja, und hier und natürlich auch wir haben hier mit den Soundtracks aus dem Film Twister, um halt noch ein bisschen Atmosphäre dabei zu haben. Na? Baut er sich gerade noch auf? Scheint wohl so, wa? Hey, wir drehen mal. Und ich hoffe natürlich auch, dass das Video gut wird und mir sehr gut gelingt. Alter, das wird ein großer. Digga. Was geht denn hier ab, ey? Digga. Ja, das ist noch eine Funnel Cloud, ich weiß. Oh. Da bildet sich auch ein Tornado. Aber ich möchte gerne mal wissen, was das hier für einer wird. Oh, oh, oh. Ich sehe schon kommen. Heilige Scheiße, das wird ein großer. Der könnte schon in Richtung ER4 kommen. Alter, ist das ein großer. Boah, Digga, ey, ist das ein Monster. Oh mein Gott. Na, wo zieht er jetzt lang? Das würde mich jetzt auch sehr interessieren. Moment mal. Oh, der. Der dreht wieder völlig quasi Richtung Korvorn. Da würde ich auch mal sagen, wir fahren auch wieder zurück zur Straße. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es jetzt schon mein 100. LP sein wird. Ich hoffe, ihr feiert das genauso wie ich das feiere. Ja, Korvorn, ja, das ist der Tornado. Ach du Scheiße. Holy crap, holy crap. Digga, Digga, Digga. Ist das cringe. Holy moly, Macaroni.
Ach du heiliger Bimbam. Ich muss auch mal zwischendurch nach hinten gucken, weil irgendwo da hinten sich auch ein Tornado gebildet hat. Na? Ach du heilige Scheiße. Wenn er da jetzt da auf die Seen trifft, ey, dann aber gute Nacht. Alter Vater. Oh mein Gott, hier fing Trümmer. Oh mein Gott. Holy crap. Alter Vater, ey. Hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich schon so einen Mod-Tornado begegne. War wohl als Jubiläumsgeschenk. Boah, schnell holen die Kohle, ey. Ja, guck, Batterie kann man auch schon wieder wechseln. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Aber ihr müsst, ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ich auch im Moment nur erstmal nur Storm Chasers zocke. Weil Just Cause ist mir im Moment echt die Lust vergangen. Also bei Just Cause 3. Aber irgendwann muss ich da auch mal weitermachen. Digga, ey, ist das ein Monster, ey. Ja, jetzt kommt einer meiner Lieblings-Soundtracks da aus dem Film Twister. Der Ressource, okay. Naja. Na gut, der Tornado zieht weg, also kann ich jetzt getrost auch hier hinfahren. Jawohl. Jawohl, die können wir auch noch warnen. Jawohl. Ja gut, der Tornado da hat sich aufgelöst, also bleiben wir weiter hier an diesem Twister ran.
Also da hätte ich nie in dem mit gerechnet. Na gut, lustiger wäre es jetzt noch gewesen, wenn jetzt noch andere... Digga! Wenn jetzt noch andere Mitspieler noch dabei gewesen wären. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Na guck, der Tornado überquert die Straße jetzt gleich. Also noch eine Tornadobombe. Hä? Aber wollte ich mich jetzt hier verscheißern oder was, ey? Guck, der Tornado wird jetzt auch schon wieder ein bisschen kleiner. Trotzdem ist das noch ein schönes Monstrum. Guck, der wird hier noch ein bisschen kleiner. Aber egal. Wir hatten schon sofort zum Auftakt ein Monster-Tornado. Und das macht halt auch Hoffnung für den Verlauf des Spiels. Für den weiteren Verlauf. Na gut, der Tornado ist jetzt nur noch, ich schätze mal, EF2. Trotzdem wollen wir hier noch ein bisschen an ihn dranbleiben. Ich glaube aber auch, dass er jetzt gleich sich auflösen wird. Der sieht auf jeden Fall so aus, ja. Wie ich es schon geahnt habe, aber egal. Das war doch mal schön. Digga, wo haben wir denn jetzt was? National Weather Service has issued a tornado warning for. With Kota County, okay. Let's go. Move into an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. Dann fahren wir da mal hin. Nehmen wir mal aber auch schon sofort erst die Tankstelle ins Visier. Weil die Tankanzeige gerade auch schon leuchtet. Na guck. Oh Mist, das war jetzt wirklich cringe. Das war wirklich lost, was ich da jetzt gerade probiert habe. Das war mega cringe. Naja, was soll's. Wir fahren jetzt erstmal tanken.
Ja, guck, die Tornado-Sirene, die fällt auch schon auf. Okay. Oh, Digga, das ist noch ein Tornado. Oh, der Tornado ist auch kein kleiner, du. Das dürfte ein EF2 sein. Mal auf jeden Fall weiter in den Fokus kommen. Aha, hier kommt noch einer dazu. Oh crap! Jetzt muss ich weg, ey. Alter, ey. Schon zwei wunderschöne Tornados gesehen. Mich würde mal interessieren, was das da für ein Tornado ist. Wisst ihr was, da fahre ich jetzt auch mal hin und guck mir den mal an. Ja, man hört die Sirene immer noch laut und deutlich. Ja, guck, der Tornado hat diese Ohr schon aufgelöst. Oh mein Gott! Wow! Aber ist heute Tag der großen Tornados oder was? Alter Verwalter, ey. Komm halt an. Jetzt werden Fotos geschossen hier, Freundchen. Na, wo zieht er jetzt lang? Oh, der zieht schon zur Straße. Jawohl. Let's go. Ja, mal schauen, vielleicht zieht er jetzt halt doch wieder Richtung Wakota. Oder Ebo. Ja doch, der. Der überquert die Straße jetzt gleich. Oh Digga. Ja, jetzt kommen sie auf einmal alle, ne? Hm.
Alter, ist das ein Monster, ey. EF4 ist das. The National Weather Service has issued a tornado warning for Wichita County. Take cover now. Move into an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. Oh, das kann da wieder ordentlich coole Satz geben, du. Da kommen wir, hauen uns schon mal die Sonden raus. Kann ja sehr gut möglich sein, dass ich die jetzt gleich noch brauche. Ich hoffe es. Gerade in so einem Jubiläumsvideo, wie ich das jetzt habe, mit meinen 100. Na gut, es hätten auch schon ein paar Videos mehr sein können. Aber egal. Digga. Ich glaube, das ist sogar jetzt ein EF5. Moment. Ah, immer diese blöde Werbung, ey. Und wir fahren jetzt wieder noch ein Stückchen näher ran. Alter. Hä? Sag mir nicht, der dreht schon wieder. Ich schau mir das nochmal an. Nein, der dreht hier doch. Richtung Startschuss. Ja, wisst ihr was? Wir versuchen den jetzt mal abzufangen. So dass ich dann vielleicht dann doch eventuell eine Messsonde in den Tornado bringen kann. Auf die Straße. Zumindest ein paar Daten sammeln. Gerade wenn ich schon so solche Monster-Tornado schon zum Anfang sehe. Möchte ich auch schon was erreichen. Alter Vater, ey. Hat doch nicht so funktioniert, so wie ich das mir vorgestellt hatte. Naja, egal. Es kommt schon noch alles. Weil wir werden den Tornado noch mal ein weiteres Mal abfangen. Ich hoffe, dass er die Richtung beibehält.
Okay, hier zu Randy. Mal gucken. Nee, noch nicht. Wir müssen noch ein Stück weiterfahren. Obwohl, jetzt kannst du zwar ein bisschen bremsig werden, aber egal. Moment. Oh, fuck, der... Dreht schon wieder, ey. Nein! Ja, und jetzt muss ich noch meinen Reifen noch reparieren. Das gibt's nicht, ey. Jetzt nächstes wie zur Straße. Weil das ist jetzt die allerletzte Möglichkeit. Oh Digga, hier. Jetzt haben wir aber hier Tornado-Warnung ohne Ende. The National Weather Service has issued a tornado warning for Byron County. Oh, Byron ist auch. Move into an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. Jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Schnell weg hier, schnell weg hier. Go, 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 go. Boah, war das knapp, ey, war das knapp. Boah, Alter. Ey, geil, das hat funktioniert. Nice. Alter, das gibt Daten, ey. Ist das geil, ey. Ist das geil, Digga. Oh mein Gott. Aber also dieses Let's Play, das lohnt sich ja jetzt so wirklich, ey. Ist das geil. Das ist mega. Okay, dann können wir die Sonde wieder aufheben. Dann fahren wir jetzt nochmal Petro zur Tankstelle. Gucken, ob wir einen Ersatzreifen kriegen. Aber zuvor tanken wir noch und reparieren das Ding auch erstmal. Die Zeit, die nehmen wir uns jetzt.
So, wunderbar. So, jetzt reparieren wir die Karre noch mal kurz. Da waren schon ein paar kleine Dellen drin, aber egal. Ey, Digga, wo willst du hin, ey? Nein! Das ist nicht fair. Komm, den Tornado, den lassen wir jetzt mal jetzt liegen. Ich möchte sehen, was in Byron los ist. Weil das würde mich schon sehr interessieren. Ja, ich bin auch noch am Überlegen, meinen Kanal zu. Um ein bisschen zu ändern. Ja gut, der Name, der bleibt. Dass ich dann noch so ein bisschen da was am Profil ändere und so. Hä? Ja doch, der ist noch aktiv. Oh, Digga! Da kommt so dann hier so ein Puckeltornado an, ey. Ja, die ganzen großen Tornados, die wir da hatten, ey. Finde ich schon irgendwie ein bisschen schade. Nee, lohnt sich nicht. Aber hier die Kohle, die muss ich Alter Vater, ey. Digga. Das ist ja mega, ey. Was ich jetzt hier am Kneter habe. Beiseite Schmalspur. So. Nur ich werde keinen stundenlangen Let's Play machen heute. Bitte habt Verständnis, aber dafür, dass wir schon so viel gesehen haben. Muss ich sagen, war das schon ordentlich. Gerade diese großen Tornados. Also die haben mich ja heute quasi so davon verwöhnt. Alter Verwalter. So.
Ne, wir fahren mal in nach Koron hin. Und stellen von der Kohle hier erstmal wieder mein Haus auf, was und wir hier was vom Tornado gepackt wurde. Ich verstoße mal ein bisschen gegen die Verkehrsregeln, egal. Nein. Jetzt mal Spaß beiseite. Alter. Schauen wir mal, ob mein Haus noch steht oder den Erdboden gleich ist. Oh nein, oh nein. Wie ich es befürchtet habe. Komm, Diggers, dann... Dann reparieren wir das Haus erstmal. Wir haben ja die Kohle dafür. Ja gut, das wird zwar jetzt ein bisschen dauern, aber... Na gut. Alter, ey, wie lange dauert das noch, ey, Digga? Alter, ey, wie lange dauert das noch, ey? Schlafen wir jetzt mal ein bisschen. Ah ja, genießen, bla bla bla. Hallo. Ja, der Lüneburger Heide. Mhm. Ja, sorry, dass die Werbung dann dazwischen kommt, aber ich mache das ja über YouTube. Digga! Euer Ernst?
the National Weather Service has issued a tornado warning for Corwin County. Take cover now. Move into an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. Euer verdammter Ernst? Okay, let's go. Meine Fresse, wir greifen, ey. Das ist mir immer passiert, ey. Komm ich auf die Straße? Mein Gott, nee. Alter, das wird wieder so ein großer, ey. Aber heute haben wir ja Tag der großen Tornados, wa? Alter Verwalter. Da knabbert denen noch eine Messsonde rein. Oder sollen wir das besser nicht riskieren? Ich weiß, erstmal gucken, ob ich noch wenigstens noch einen Ersatzreifen kriege, ey. Das wäre der Tornado jetzt sowas von egal. Ja, was geht ab? Ich muss auch zugeben, am Anfang, als ich mit den Let's Plays angefangen habe, war ich ziemlich nervös. Aber ich muss sagen, ich bin da jetzt so ein bisschen reingewachsen. Oh Digga, hier hakelt es. Jetzt hoffe ich wirklich, dass wir hier... ...neuen Reifen kriegen, ey. Ey, euer Ernst, ey, was fickt euch? Und sorry, jetzt wegen Ausdruck. Aber ist so.
So. Lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. What? Das können wir jetzt uns ja alles sehr gut leisten. So. So, jetzt können wir wenigstens mal wieder vernünftig Tornados jagen. Alter Verwalter, ey. Ja, so schönes Wetter. Aber halt auch hier mit vielen Wolken. Alter, der Tornado, der ist ja immer noch so. Den schauen wir uns auf jeden Fall weiter an. Aber ich würde dann sagen, sobald der Tornado sich aufgelöst hat, dann auch erreicht. Oh mein Gott, das ist richtig krass hier. Ja, nice. Ja, ich bin immer noch total überfordert, ey. Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Gerade weil es jetzt mein 100. Let's Play ist, was ich jetzt extra nur für euch mache.
Alter. Wie unhöflich ist das denn? Die hauen einfach mal alle ab. Na gut, der Tornado wird auch langsam uninteressant. Ne, einer ist da noch mit drin. Alter, was für ein schönes Bild das ist, ey. Hier die Sonnenstrahlen und hier hast du den Tornado. Digga, jetzt muss ich auch wieder die Batterie wechseln. Hä? Alter! Nix wie hin. Digga. Hä? Warum wollte ich mich jetzt hier verarschen oder was? Alter, was ist jetzt hier los, ey? Uninteressant, aber den nehmen wir jetzt. Fahren wir jetzt an durch Wakota und dann. Tanken wir da noch mal. Digga, was ist hier los, ey? Tornado warning for Wekota County. Take cover now. Move into an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid the windows. Ich glaube, ich muss doch noch ein bisschen länger machen. Ja, kein Problem. Alles gut. Dafür ist ja Let's Play mein Leben oder hier Gaming allgemein. Und wir reparieren das Auto erst. Alter. Ein bisschen Beeilung hier. Schauen wir mal, wo der jetzt lang zieht. Na gut. Das kriegen wir noch irgendwie hin. Aber ich glaube, ich sehe ihn. Diesmal werde ich aber heute ordentlich verwöhnt von großen Tornados, ey. Digga.
gosh. Ey, Digga, aber was ist mit dir? Junge, wie lost bist du eigentlich, ey? Oh, Olli, ich schaue auch nochmal nach, was ich noch so let's playen könnte. Ach du heilige Scheiße. Ja, einige Leute sind einfach so verloren und fahren da einfach so ungewiss ins Rein, ey. Denn ist schon klar, dass sie nicht so ein standhaftes Auto haben hier, wie jetzt zum Beispiel der Tiff oder der Dominator. Also den Tornado, den machen wir noch, aber dann ist aber auch wirklich Feierabend. Der steckt schon wieder fest, Leute. Aber was soll's? Jetzt ist mir die ganze Kohle sogar noch durch den Lappen gegangen. Aber eins werde ich nicht machen, ich werde nicht während eines Tornados mit dem Let's Play aufhören. Ich bin gespannt, wie lange der sich noch hält. Ich glaube, der dreht jetzt wieder zur Straße. Ja, der zieht zur Straße rüber. Worauf wartet der? Auf schön, auf besseres Wetter oder so. Ey, Digga, was ist da? Ich fahr doch mal wieder zum Tornado hin. Kollege Turnschuh. Ja, und wie ich jetzt machen werde. So.
Ja, guck, der Tornado ist wieder etwas kleiner geworden. Ich glaube, lange wird er sich auch nicht mehr halten. Naja, was soll's. Wir wurden heute sowas von Tornados verwöhnt. Darf ich nächsten Mal gerne so weitergehen? Okay, der Tornado wird schwächer. Oh, okay. Jetzt löst er sich auf. Okay, Leute, das dürfte gewesen sein. So. Moment mal eben. Ich mache mal erst die Musik aus. Okay. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Also jetzt das 100. Let's Play von mir. Das wird jetzt auch gleich hochgeladen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gern ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und haut rein, Leute. Euer Marcel Let's Play.